So, es geht weiter. Mit Civ 6 und mit den Australien und auf Gotthard und ich so langsam packt mich der Ehrgeiz. Wir schreiben heute den. Ja, ich weiß, das Jahr 1715 nach Christi, im Ernst, wirklich. Wir sind ja nicht in Runde 254, wir sind am 17. November 2022, am 21. erscheint der Liederpass für Civ 6 und ich hatte ja gar nicht mehr damit gerechnet, vorher noch das Civ 6 Let's Play mit den Australiern fertig zu bekommen. Aber es könnte vielleicht klappen. Ich will am 21. live abends auf Twitch ein neues Let's Play starten mit dem Liederpass, mit Abraham Lincoln. Der kommt dann raus, auf Gotthard. Boah, wäre das cool, wenn wir vorher diese Partie ja richtig mit einem Sieg standesgemäß abschließen und feiern könnten. Das hier ist der vorletzte Stream, die letzten Minütchen fast schon. Sonntag geht's weiter, am 20.11. ab 16 Uhr. Ob wir das vorher noch schaffen? Was meint ihr? Schaffen wir das vorher? Ich frage mal die Leute auf Twitch, die sind ja gerade live dabei. Haltet ihr das für realistisch? Der letzte Schritt ist der längste und schwierigste. Diese Exoplaneten-Expedition und DKI hat bislang noch keine Spionage bei uns gemacht. Wenn ihr unseren Raumhafen sabotiert, dann doof, dann aua. Das ist jetzt die vorletzte Expedition, die wir machen müssen. Ja, klar, schaffen wir. Australien würdig vertreten. Ja, Sonntag auf jeden Fall. Jetzt Gas geben, klappt das? Nö. Klar, wir glauben alle an dich. Klar, du schaffst es. Ich versuche mal, es zu schaffen. Wir machen mal weiter, Leute. Also, wichtige Sache, wir haben die Möglichkeit, unsere Karten zu wechseln. Und wir brauchen noch ein paar Handwerker, ne? Ja, wir nehmen eine Handwerkerkarte gleich wieder rein. Und wir brauchen... Die Forschung ist mittlerweile gar nicht mehr so wichtig. Wir müssen die Biosphäre hier fertig bekommen. Das kommt spät, wird aber eventuell noch ausreichen. Was wir brauchen, wir müssen dringend auf Spionage gehen. Auf Gegenspionage. Das wird höchste Eisenbahn. Wo stehen wir beim Thema Annehmlichkeiten? Begeistert bis glücklich. Begeistert ist besser als glücklich. Wenn wir eine Annehmlichkeitenkarte rausnehmen, dann reduziert es auch den Produktionsboost in Perth. Um wie viel Prozent denn? Wie viel Prozent geht da runter? Im Augenblick liegt er bei, sind begeistert bei 20%. Würde auf 10% runtergehen. Basiserträge liegen bei uns bei. Wir haben 142. Was machen wir denn hier? Wir schwimmen in Geld. Wir können auf alle Geldkarten verzichten. Perth profitiert massiv vom E-Commerce, weil da so viele Handelsrouten enden. Den Rationalismus können wir rausnehmen. Ich glaube, der hat nicht so viel gebracht. Den bringen wir raus. Dann nehmen wir rein die Kryptographie, die wir gerade freigeschaltet haben. Die schützt uns, schützt unseren Raumhafen vor feindlichen Spionagenangriffen so ein bisschen. Ja, das nehmen wir rein. Den Wunderbau, ich glaube, die Biosphäre kommt fast schon zu spät. Aber wir machen die trotzdem. Wir ziehen die auf jeden Fall durch. Den Wunderbau ziehen wir auch durch. Wir müssen noch irgendwo auf eine Karte verzichten. Wir könnten auf die Geldkarte verzichten. Nachbarschaftsboni für Handelszentren und Hafenbezirke. Die gibt ein bisschen auch einen Produktionsbonus in den Städten mit einem Hafenbezirk und mit einer Schiffswerft. Weil die Schiffswerft gibt einen Produktionsbonus in Höhe des Nachbarschaftsbonus des Hafens. Und der ist dann verdoppelt durch die Karte und entsprechend mehr Produktion. Aber das ist für Perth nicht entscheidend. Und auch nicht für die Stadt, in der das Weltwunder Biosphäre entsteht. Es sind beides Binnenstädte. Dafür ist das egal. Sportmining bringt nur eine Annehmlichkeit. Ja, aber ich scheue... Gibt es denn irgendeine... Tja, trotzdem. Was könnte man rausnehmen? Ich würde am ehesten hier unten das hier rausnehmen. Ich würde am ehesten den Nachbarschaftsbonus rausnehmen. Das bringt auch nur eine Annehmlichkeit. Das gibt aber mehr Kultur. Falls wir eine Annehmlichkeitenkarte rausnehmen, würde ich eher den Liberalismus rausnehmen. Aber ich bin dafür, die Wirtschaftsunion rauszunehmen. Und die ersetzen wir dann durch. Alles, da war noch was, was uns mehr Produktion brachte. Hier, noch mehr. Ach, das geht nur hier oben. Dann packen wir den Liberalismus hier hin. Wenn wir das kommunistische Vermächtnis hier hinpacken, kriegt Perth noch mehr Produktion. Ja, so kann man es machen. Alles nochmal kurz checken. Machen wir alles richtig.
Alu-Vorrat ist bald am Limit. Ah, wir könnten den Alu-Vorrat nochmal geringfügig boosten, aber das wird nicht. Und das hilft uns auch nicht. Nee, so stimmt's jetzt, glaube ich. Ich glaube, so ist alles optimal jetzt. Ich glaube, das ist das Beste für uns. Übersehe ich irgendwas? Ich glaube nicht, ne? So müsste es funktionieren. So ziehen wir das durch jetzt. Naja. Naja, die rote Karte, aber gegen welche würdest du die tauschen, Dschungelschleichings? Die Militärkarte. Gegen welche? Welche wird uns jetzt irgendwas bringen beim Weltraumsieg? Welche wird uns was bringen? Ich sehe keine. Keine eine. Wir machen das genauso. Also diese eine Karte, die einen Alu mehr bringt für eine Aluminiummine. Wir könnten gucken, ob wir mittlerweile Aluminium bekommen können von Robert, weil der war kurz davor, eine Alu-Schwemme. Ach, der hat auch nur 26. Alu brauchen wir für die Expedition. Dann haben wir jemand anders, der uns Alu verkaufen könnte. Ja, wir selber. Wir selber haben das meiste. Cree wird uns nichts geben. Wir können mal fragen, ob man es ein bisschen was gibt, aber ich glaube, das würde der sich teuer bezahlen lassen, ne? Vielleicht später. Vielleicht hat er uns ja irgendwie nachher noch lieb. Wir richten mal eine Botschaft. Vielleicht haben wir Glück. Wie steht er grollmäßig uns gegenüber? Ich glaube, das dauert lange, bis der mehr als gelb wird. Das können wir knicken. So, dann kam eben von North Bullman die Idee, wenn wir in Atuya noch einen Gesandten hinschicken würden, könnte es sein, dann würde Atuya ein weiteres Feld dazu bekommen, innerhalb der eigenen Grenzen. So funktioniert das mit den Gesandten. Stadtstaaten bekommen Geländefelder hinzu, nicht wie wir oder wie die anderen Spieler durch Ausdehnung, durch Kultur, sondern dadurch, dass man Gesandten bekommt. Jeder Gesandte, den Stadtstaat bekommt, erzeugt ein weiteres Feld, das der Stadt gehört. Die können hier oben hin noch was bekommen, aber das ist erst der zweite, dritte, vierte Ring. Das ist sehr unwahrscheinlich. Nee, das klappt nicht, Northbound. Guck mal. Die haben hier direkte Grenzen. Das ist vierter Ring hier vorne. Das ist frei. Aber ich finde es wahrscheinlicher, erster, zweiter, dritter Ring, dass sie sich eins von denen holen. Es gibt hübschere Erträge. Das können wir knicken. Das war doch keine gute Idee von dir. Ich nehme alles zurück. Entschuldigung, bitte. Tut mir leid. Das ist mir sehr peinlich. Ich habe eben North Bullman gelobt. Und ich weiß, du magst nichts mehr, als wenn man dir sagt, gut gemacht und es stimmt nicht, ne? Deshalb, ich hoffe, ich kann mich bei dir dadurch entschuldigen, dass ich aufrichtig dir sage, North Bowman, das ist ein ganz dummer Fehler von dir. Ja? Habe ich es damit wieder gut gemacht? Ich hoffe, das ja. Nimm das als meinen Ausdruck aufrichtigen Bedauerns entgegen. Wir waren mit Piotr Litschajko, großer Musiker. Wo ist er denn? Hier vorne einmal hin. Genau, und einmal ein Musikwerk erklingen lassen. Die hört man nicht. Warum? Weil ich meine eigene Musik hier benutze. Da ist noch ein Sechserhandwerker. Hatten wir schon in dieser Runde einen geopfert? Nein? Doch, ja. Noch einen Sechser rüberschicken, bitte, zum Raumhafen. Kampfflieger beschützt die Stadt, bitte, hier. Dreht hier ihre Runden. Kann er nie wissen. Schaden kann es nicht. Malzbulbier. Ja, wir wollten, dass das Weltwunder früher fertig wird. Wir brauchen noch viel Produktion. So viel gibt es hier nicht. Die Produktion ist gerade verloren gegangen. Scheibenkleister. Oh. Ach, weil wir eine Regierungsform abgeschafft hatten. Den Kommunismus und die Karten, die damit verbunden waren. Deswegen haben wir so plötzlich so wenig Produktion hier, ne? Ja, das war der Grund dafür. Der Händler zieht jetzt rüber nach. Da ist unser Spion. Und den nutzen wir jetzt zum Einsatz gegen Spionage. Aber hier hinten.
In Lissabon? Nein, nein, nein. Der soll erstmal die Stadt wechseln. Der geht dann rüber nach Perth. Es sind 4 Runden da. Da macht er dann Gegenspionage. Und Vaku hat jetzt Quellen finden geschafft. Wir wollten ihn ja rauf. Oh. Oh. Die Araber, die uns hassen, haben einen riesenhaften Kampfroboter bei einer Militärschlag von 184. Also wenn die jetzt uns noch den Krieg erklären würden, das wäre doof. Also nicht, dass ich Angst habe. Ein WB hat niemals Angst. Sieht man auch daran. Schaut mal genau hin. Ich habe nie meine, wie ruhig meine Hände sind. Ganz ruhig. Ein WB hat niemals Angst, hat niemals Angst, hat niemals Angst, hat niemals Angst. Niemals, niemals. Auch nicht, weil irgendwie. Es ist auch nicht so, dass ich aus irgendwelchen Multiplayer-Partien bei den Peetsmeets plötzlich ein Trauma hätte. Gegen mal feindlichen, riesenhaften Kampfrobotern. Überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Ein WB kennt keine Traumata, nur Albträume. Okay, wir verärgern ihn nochmal und machen einen Anschlag hier mit. Das ist am wahrscheinlichsten. Das sollte ja eigentlich klappen. Eine Runde weiter. Hoffentlich geht das gut. Gut, dass ich so gelassen gegenüber Gefahren bin. So, vielleicht doch noch einen riesenhaften Kampfroboter für Perth bauen. Ja, also stimmt, bei den Pizzis, wie viele Kampfroboter hat mein Volk zerstört? Wie viele waren es? 3, 4? Ich glaube, ziemlich viele, ne? Klar, es wurden alle Städte von Atombomben vernichtet, aber ohne einen eigenen zu besitzen, wurden echt viele umgebracht, ne? Das stimmt, ja. 2 nur? Nee, es waren mehr, Jigger. 100, also garantiert. Man garantiert mehr als 2. Also wirklich. Heißt doch einmal 3, ja, könnte sein. 3 oder 4, ich weiß es nicht mehr. 3 könnte gut passen, Pierre. Ein Zeitalterpunkt. O Geliebte, füll das Glas mit Klarheit für alte Sorgen und neue Ängstlichkeit. Morgen? Morgen könnte ich bei mir sein. Mit 7000 Jahren Vergangenheit. So, jetzt schauen wir mal, ob dir uns die nichtstaatlichen Akteure helfen, also sprich, ob einer unserer Spione in Kürze eine Aktion erfolgreich durchführt und sich eine Beförderung aussuchen kann. Ich glaube nicht. Der ist ja noch. Nee, das dauert. Das ist alles Quatsch hier. Einen kann man versuchen, zurückzuerhandeln. Will er nicht. Wird er halt nicht. Politikkartencheck. Wir lassen alles, wie es ist, ne? Hatten wir eben, glaube ich, gut überlegt. Brauchen wir wieder neue Handwerker? Wie viel haben wir auf Vorrat? Hier beschleunigen wir noch mal eine Aktion. 4 Runden nur noch. Hier haben wir einen auf Vorrat. Der hat 6 Aktionen. Für die nächste Runde. Oh, wir brauchen wirklich noch mal welche. Wo sind denn die Kollegen? Wir hatten keine mehr erzeugt. Wir haben die in zu schnellem Tempo verbraucht. Dann sollten wir dringend Handwerker wieder einstellen. Das ist hier vorne. Ein Handwerker hier. Hier vorne einer. Das können wir einmal durchlaufen lassen. Hier. Und er kommt aber sehr spät. Aber wir werden ja gleich eine Karte einstellen, die auch die Produktion verdreifacht. Pardon, der Produktion 30% mehr gibt, wenn es eine ist auf Handwerker. Insofern ist das alles da nicht so schlimm.
Das lassen wir hier durchlaufen. Kohle sollten wir wieder mehr haben. Ja, das ist mir ein bisschen zu langsam hier. Wir bräuchten irgendwie einen, also der wird eine Runde später fertig, der könnte dann aber auch sofort rüberziehen. Wir nehmen mal die Handwerkerkarte rein und gucken mal, wie sich die Werte dann verändern. Wir müssten eine Handwerkerkarte reinnehmen. Eine der Karten muss wieder raus. Entweder die Produktionskarte für Perth oder, na, wie viele Annehmlichkeiten haben wir in Perth? Plus 5 in Perth. Gerade begeistert. Wenn eine weniger ist, dann doof. Wir sollten, das gibt 10% mehr Unterschied bei der Produktion. Ob begeistert oder glücklich. Eine Annehmlichkeit mehr oder weniger wäre schon entscheidend. Also, welche Karte nehmen wir raus, Leute? Wir sollten alle Annehmlichkeitenkarten und alle Produktionskarten eigentlich drin lassen. Also die drei sollten drin bleiben. Wir brauchen auch die Spionage. Wir haben riesige Vorteile hier bei Kultur und Wissenschaft. Wir könnten die Wunderkarte rausnehmen. 15% mehr ist nicht so unheimlich viel. Das könnten wir machen. Wann wird die Biosphäre fertig? In 7 Runden wären es 8 oder 9. Ja, das können wir machen. Weil die brauchen wir eigentlich erst, wenn der Exoplanet die Expedition gestartet ist. Dann brauchen wir erst die Biosphäre, um Energie zu haben, die wir in ein Projekt stecken können. Die können wir rausnehmen. Wir können die Wunderkarte rausnehmen. Dann kommt stattdessen hier unten rein die Handwerkerkarte. So. Jetzt schauen wir mal. Jetzt ist ein Handwerker in der nächsten Runde fertig in Bulberta, der in 2 hier vorne. Ja. Der Wasserpark wäre wichtig für die Annehmlichkeiten. Den ziehen wir hier rein. Der Raumhafen kommt echt viel zu spät. Ich ziehe sogar einen Handwerker vor. Der Handwerker ist in 2 da, die Freiheitsstatue ziehen wir durch. Die ist für mehr Attraktivität und das gibt uns vielfache Boni an vielen Bezirken, deren Erträge bei den Australiern besser sind, wenn Handwerker da sind. Wenn die Attraktivität eine hohe ist. Den Rest lassen wir so durchlaufen. Der ist auch in einer Runde da. Das machen wir auch so. So, das klappt. Nächste Ausrichtung. Zukunftstechnologien, Gunst, ein Gouverneurstitel. Ja, wir könnten jetzt ganz viele Gouverneurstitel hintereinander produzieren. Und was machen wir mit denen? Gibt es irgendeinen Gouverneur, der auf lange Strecken uns für uns noch sensationell hilft? Nee, ne? Brauchen wir alles nicht. Das ist eigentlich vollkommen Wumpe. Das ist in dieser Phase, das ist alles egal hier. Selbst das hier unten, auf das wir geschielt hatten, das ignorieren wir komplett. Dann brauchen wir auch gar nicht so viel Kultur mehr. Dann können wir beim nächsten Mal auch die Kulturkarte rausnehmen von den Politikkarten. Ne? Die brauchen wir dann auch nicht unbedingt. Da können wir reingehen. Wir freuen uns über alle großen Wissenschaftler und alle großen Ingenieure, aber das ist auch nur eine Karte. Gehen wir da mal hin. Oh, wir werden angegriffen von Rebellen hier vorne. Die Stadt rebelliert hier, die Kree-Stadt. Die rebelliert gleich die nächste. Einmal feuern bitte. Maschinengewehr hatte 2er oder 1er Reichweite, eine 2er. Einmal hier hin. Na, da kann er nicht drüber fallen. Wir ziehen mal mit der Artillerie. Ach, das wird auch nicht klappen. Weil hier eine Drohne fehlt, aber das könnte hier vorne klappen.
Ne, zu wenig Bewegungspunkte. Müssen wir das über die Flanken. Ja. Da geht auch der Campus nicht kaputt. Das EG kann zweimal feuern. Echt? Tatsächlich, das hätten wir auch setzen nehmen können, aber so geht's ja auch. Nächste Produktion in Maskottchen. Kanalisation ist da. Noch ein Spion? Komm. Geld. Handwerker. Überall Handwerker. Da ist das Bonusdorf jetzt weg. Immer noch nicht durch. Wir müssen warten, bis das hier komplett untergegangen ist. Dann geht das. So. Ein großer Musikus nochmal, bitte. Ja, Armin, es gibt eine Politikkarte, die mehr gibt für... einen kleinen Bonus gibt für Weltraumrennen, Projekte. Problem dabei ist nur in Städten, in denen bestimmte Bauten da sind, also ein Gebäude oder ein anderes. Und beide stehen nicht in Perth und können wir auch nicht so schnell herbeizaubern. Eine Handelsroute Sydney. Wir boosten nochmal Perth hier. Ist der Raumhafen hier gerade fertig geworden? Ja, ne? Ne, den hatten wir zurückgestellt. Einmal hier vorne hin. Und wieder eine Runde weiter. Politikkarte, Handwerkkarte ist drin. Alles top. Einen Schritt weiter, bitte. Und? Also der riesenhafte Kampfroboter ist echt doof. Oh, guck mal. Der ist beschädigt. Gegen wen hat er denn gekämpft? Hatte irgendjemand gegen irgendwen Krieg? Kämpft er gegen Rebellen? Nee, der ist in der Nähe von einem Vulkan wahrscheinlich gekommen, oder? Wurde er durch einen Vulkan beschädigt? Lefre, das beschreibst du genau richtig. Irgendwas haben die Kree gegen uns. Ich weiß gar nicht warum. Haben wir denn nichts Böses getan? Die führen sich schon auf, als hätten wir denen irgendwelche Städte abgenommen. Ich glaube, das haben wir nicht gemacht, oder? Oder etwa doch? Ich glaube nicht. Die Stadt flippt nachher zu uns. Ein Vulkan bricht aus. Die Welt wackelt, der Bildschirm bibbert. Nochmal 3 Zeitalterpunkte. Es steigt von der Erde in den Himmel auf und dann sinkt es wieder zur Erde hinab und erhält die Kraft von allen Dingen, ob überlegen oder unterlegen. Das ist sie, die letzte Expedition, die wir starten, aber nicht nur starten, sondern auch abschließen müssen. Die Entfesselung der Atomenergie hat alles verändert, außer unserer Denkweise. Die Lösung dieses Problems ruht im Herzen der Menschheit. Wenn ich die Folgen geahnt hätte, wäre ich Uhrmacher geworden. Also falls wir auf bestimmte große Ingenieure oder große Wissenschaftler jetzt noch schielen, dann wäre das eine Option. Aber im Augenblick sind keine da. Alle großen Wissenschaftler sind schon weg und ein großer Ingenieur. Ich weiß gar nicht, ob da noch einer kommt. Und ob der uns hilft. Wir beobachten das mal. Ich habe keine Ahnung gerade. Ich habe die nicht alle im Kopf, die es so gibt. So, dann gehen wir mal einfach hier weiter und gucken, was ich hab, weiß nicht, was wo ist. Wir sind im Fog auf irgendwas von Dummheit hier. Wir forschen uns hier einmal durch und beobachten die Situation. Nächste Produktion, Kanalisation, Handwerker bitte. Genau. Dann wollten wir gehen.
bleibt nicht mehr viel. Wir gehen mal ins Kulturerbe, holen uns die Gesandten noch. Gute Idee von Dorinchen. Eventuell hätte Saladin nicht genug, kein Uran und könnte deshalb den Kampfroboter zwar einmal bauen vielleicht, aber weil der zu viel Unterhalt gekostet ist, weil er mit zu wenig Uran gestartet ist, nicht mehr reparieren. Das ist eine sehr coole Idee. Mal gucken, ob das stimmt. Na, leider nicht. Er hat noch 19. Es hat irgendeinen anderen Grund. So, die bleiben hier und er zieht wieder ab. Hier vorne bitte wieder einmal rein. Einmal Nickerchen. Saladin sei im Krieg mit den Cream, heißt es im Chat. Und das ist die Erklärung. Das ist doch schön, wenn die Nachbarn sich wechselseitig die Köpfe einschlagen. Hier wird rebelliert, da hinten wird rebelliert. Gibt doch nichts Schöneres. Einmal zurück, einmal hier Pause machen. Nickerchen. Hier wieder hin. Verteidigen. Ein weiterer Handwerker, alt Richtung Osten. Der hier, ja, kann den Maskulin die Starten noch einmal beschleunigen. Wisst ihr was? Es ist als, ich weiß, es werden nicht alle von euch mögen, aber. Er hat lange genug in unseren Diensten gestanden. Wir machen zwei Sachen. Erste Aktion, Hund streicheln. Na, kleiner Waufi. Zweite Aktion, lieber Waufi. Das war das letzte Mal, dass ich dich gestreichelt habe, weil ich habe Jahrhunderte, Jahrtausend lang WB treu gedient und jetzt bin ich müde. Ich habe dich nicht umgebracht. Nein, nein, ich habe den nicht umgebracht. Er ist nur aus unserem Dienst entlassen. Da stand er auch im Text drin. Das heißt, er zieht es privat dort das Gelände rum. Aber den Waufi, den haben wir nicht entlassen. Der bleibt in unseren Diensten. Das heißt, er muss jetzt alleine zurückfinden in unser Reich. Wenn es gut läuft, könnte ich mir vorstellen, dass er in wenigen Jahrtausenden auch bei uns ankommt. Ne? Also dann, wenn er eine Zivilisation gegründet, eine Stadt gebaut hat, den Tech Tree komplett durch hat, ein Atomunterseeboot erforscht und gebaut hat, dass er dann oder sein Nachkommen im Steuerkabine des Atomunterseebootes in einem unserer Häfen anläuft, dann ist Waufi wieder bei uns. Ich befehle auch keinem unserer Leute, sich umzubringen. Ich glaube nicht, dass es einer von euch, also das ist auch die wirklich realistische Variante, die ich gerade erzählt habe hier. So. Einmal hier vorne wieder rauf. Eine Handelsroute, die möglichst viel Produktion bringt. Noch ein Handwerker. Alle rüber Richtung Raumhafen hier hin. Wir brauchen jeden. Jeden Einzelnen hier. Boah, hoffentlich kommt er nicht zu spät. Also, Handwerker bauen, 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 bauen mit der entsprechenden Karte. Ne? Produktion ohne Ende hier vorne in einer Runde. In einer Runde der Marskolonie start. Dann geht's rüber. Wollen wir jetzt noch den Marskolonie start erleben? Nein, das ist doch ein schöner Anfang vom nächsten Stream, oder? Oder jetzt noch? Ich frage mal kurz den Chat. Wollt ihr, dass wir jetzt noch die Marskolonie starten? Die Expedition? Nee, ne? Nein. Ihr wollt doch sicher alle, dass wir jetzt aufhören, ne? Fortsetzung wird am Sonntag. Also Handwerker bauen, 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 bauen. Ja, ja, ja. Logo, go, go, go. Nein, jetzt. Wir sind müde. Doch, ja. Scherzfrage von WB. Wirklich? Ihr wollt noch eine Runde weiter? Ich wollte gerade eine Abmoderation sagen. Eine Runde weiter noch?
immer diese Denunziationen hier. Auf Wiedersehen. Ab ins All. Rauf zum Mars. Eine Botschaft? Ja, mach das. Ein Freudentag. Und? Fliegen wir noch einmal rauf ins All mit einer Rakete? Und? Wir wollen auf dem roten Planeten siegen! Ab ins All! Alle rauf Richtung roter Planet! Eine Kolonie auf dem Mars wird unser gehören. Wunderbar, zauberhaft. Sehr, sehr schön. 5 Zeitalterpunkte für uns. Mann! Ich glaube wirklich an Laser. Das wird die Welle der Zukunft. So. Wieso soll eine Frau anders behandelt werden? Das Frauenwahlrecht wird trotz dieser armseligen Guerilla-Opposition von Erfolg gekrönt sein. So. Handwerker bauen. Bauen, bauen, bauen. Mit Handwerkerkarte drin. Jede Menge produzieren. Und Atacom Raider rein. Es tut mir so leid. Wisst ihr was? Ich höre gerade auf, aber ich mach mal zur Entschädigung, damit ihr nicht euch verarscht fühlt. Lieben Dank an die Orgenspalters. Verlose ich einfach gleich auf Twitch noch ein Spiel, wenn ihr dabei bleibt. Ich mache noch die Abmoderation für YouTube. Kanal bitte auflösen. Bitte, lieber David, wie das mit dir? Das war die letzte Expedition für heute. Wir verlosen gleich noch ein Game. Ich mache noch eine kleine Abmoderation fürs nächste Mal. Handwerker bauen, bauen, bauen. Und Handwerkkarte ist drin. Expedition. Eine Aktion können wir hier nur noch durchführen und einstellen. Die ist in 7 Runden fertig. Die beschleunigen wir jede Runde einmal mit einem Handwerker. Danach kommen diese beiden Expeditionen, die man hier machen kann. Die Lagrange-Laserstation und die irdische Laserstation. Die eine wird mit Alu durchgeführt. Also Aluminiumvorräte gehen runter. Die andere reduziert dauerhaft die Energieerträge einer Stadt. Damit wir das stemmen können, erzeugen wir die Biosphäre. Wir erzeugen auch jedem Mal die Produktion, die verdreifacht unsere regenerativen Energiequellen, deren Erzeugnisse. Damit das auch klappt, müssen wir eine Sache endlich mal durchziehen, die wir bislang nur begonnen hatten. Nämlich das ganze Land voll pflastern. Vor allem mit Solarparks. Wir haben immer noch nicht die Windparks freigeschaltet. Die haben wir noch nicht freigeschaltet. Die müssen hier irgendwo noch sein. Die müssen hier sein. Da müssen die eigentlich sein. Da geht's hin. Das ist der zwingende nächste Schritt. Da sind die. Weil die sind in einer Epoche hier mit den Solarparks. Da sind die. Die werden auf Hügeln gebaut, Solarparks auf Ebenen. Das heißt, die vielen Handwerker, die wir erzeugen, mehr als wir brauchen, weil wir nur einen pro Runde opfern können, benutzen wir für den Bau von, ja, überall diese Teile hinzusetzen. Alles, was man hat. Und dann schauen wir, in welchen Städten wir die Energien dann runterbringen. Ja, alles für einen guten Zweck. Für ewige Ehre unserer Australier. Eine Kolonie gründen auf irgendeinem fremden Planeten. Warum? Weil wir es wollen und weil wir es können.